Meine Kleine schläft und ich habe jetzt Zeit, ein Video zu drehen. Stillkissen hier zurechtschieben, dass ich gut sitze. Hey Freunde, willkommen auf unserem Kanal, G-Family Kanal. Vorab vergisst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Das motiviert uns natürlich, noch mehr Videos zu drehen, noch mehr Videos hochzuladen. Heute gibt es von mir 3 Tipps, wie du das alles handelst als Schwangere mit einem Kleinkind. Oder wie das generell ist, mit einem Kleinkind schwanger zu sein. Man sagt ja, bei einem zweiten Kind wird alles anders. Es beginnt schon bei der Schwangerschaft. Bei der zweiten Schwangerschaft ist schon alles anders. Aber auch schon zu Tipp Nummer 1. Wenn du zeitnah ein zweites Baby haben möchtest, weil du A, möchtest, dass beide gleich groß werden, also zusammen aufwachsen, so im gleichen Alter. B, weil du das mit einem Schub alles weghaben möchtest, so wie ich. Mit dem Wickeln, mit dem Stillen und ne, alles drum und dran. Oder zieh, weil du die Schwangerschaft einfach liebst. Achte auf jeden Fall darauf, dass du das Kind nicht zu oft tragen musst. Also nach Gloria wollte ich eigentlich sofort wieder loslegen. Ich habe Gott sei Dank das nicht gemacht, sondern ich habe gewartet, bis sie ein Jahr alt wird. Und dann hat das direkt funktioniert, dass ich wieder schwanger werde. Somit konnte ich das ganze ein Jahr so richtig miterleben. Also Monat für Monat passiert ja immer was anderes. Muss sie dann auch nicht tragen und jetzt kann sie auch selber laufen. Klar, es ist nicht zu vermeiden, wenn das Baby bzw. dein Kleinkind auf dem Arm möchte, weil es gerade Körpernähe sucht, weil es zu Mama möchte, weil du es ins Auto packst, in den Wagen packst. Ist es manchmal nicht zu vermeiden, aber versuche es weniger zu tragen. Deswegen sollte man da ein bisschen aufs Alterunterschied achten, so dass du das Kind halt nicht so oft tragen musst. Vielleicht auch darauf achtest, dass du nicht mehr stillst. Somit trägst du auch das Kind nicht mehr, das Kleinkind. Oder legst es nicht auf den Bauch ab oder seitlich. Also es wird schwieriger. Bevor du hast, zeitnah ein zweites Baby zu haben, dann dein Kleinkind auf jeden Fall vorher schon an das Bettchen gewöhnen, an das eigene Bettchen, sei es Beistellbett. Ich kenne so viele, die haben das Kind noch in ihrem eigenen Bett. Ich hatte Gloria noch nie in meinem eigenen Bett, also vielleicht tagsüber, nachts, wenn es halt nicht anders ging, wegen Stillen. Aber ansonsten hat sie in meinem Beistellbett geschlafen und ab 6, 7 Monate in ihrem Zimmer. Versuche dein Kleinkind auf jeden Fall an sein eigenes Bett zu gewöhnen, damit du das nachher in der Schwangerschaft nicht unbedingt machen musst. Es wird auf jeden Fall schwierig, das Kind an sein Bett zu gewöhnen, an sein Zimmer zu gewöhnen, weil das zweite Baby da ist. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht zu vermeiden ist, dass man zum Beispiel meine Kleine später sieht, dass ihre Schwester bei uns schläft, dass sie auch hier schlafen will. Ich kann mir das vorstellen, aber es ist auf jeden Fall sehr einfach, jetzt schon, wenn die Kleine in ihrem eigenen Zimmer schläft, in ihrem eigenen Bett schläft und ja, du die Nacht nur um ein Kind dich kümmern musst. Tipp Nummer 2. Wie ihr seht, ist in einem Tipp mehrere Tipps enthalten. Tipp Nummer 2, ganz, ganz wichtig, kümmere dich rechtzeitig um alles. Die zweite Schwangerschaft vergeht wirklich wie im Flug, weil du halt auch zu tun hast, weil du ein Kleinkind zu Hause hast und das geht wirklich so schnell. Jedes Mal, wenn ich einen Frauenarzttermin habe, denke ich mir so, huch, wie, ein Monat wieder um. Sei es schon im 5. Monat oder so oder im 4. Monat um Kindergeld, Elterngeld, um Klamotten, um also so die nötigsten Sachen, Bodies und so. Vielleicht hast du ja noch welche von deinem ersten Kind. Da kümmere dich um Schlafplatz, um deine eigenen Produkte, die du benötigst, weil mit einem Kleinkind vergisst du halt viel. Ich mache mir immer Notizen, was ich alles noch brauche und versuche das immer dann zu besorgen, wenn man einkaufen ist oder wenn ich mal alleine bin und die Sachen erledigen kann. Organisation ist A und O in der Schwangerschaft mit einem kleinen. Genauso wie Frauenarzttermine, plan die einfach voraus. Setz dir deine Termine alle fest, mach die Unterlagen fertig, so dass du nur noch eine Geburtsurkunde reinballerst und dann wegschickst. Auch frühzeitig um eine Lösung, wo du dein Kleinkind lässt für die Geburt. Was machst du? Wo entbindest du? Welche Hebamme holst du dir? Vielleicht hast du noch Kontakt zu der alten Hebamme. Du musst dich wirklich richtig organisieren und darum
kümmern, dass alles um dich herum nachher locker abläuft. Klar ist Stress nicht zu vermeiden, aber du vermeidest auf jeden Fall ganz großen Stress und große Explosionen, wenn du das nicht vorher alles planst und organisierst. Tipp Nummer 3, und das ist für mich sehr persönlich sehr, sehr wichtig, und zwar die Fürsorge für dein Kleinkind. Das Schwierigste, denke ich, ist meistens bei einem zweiten Kind, sich so richtig darauf einzustellen. Einstellung, dass einfach beide Fürsorge brauchen, Liebe brauchen, Zuneigung brauchen, die volle Aufmerksamkeit brauchen. Aber ich glaube, wir Mamas, also ich bin der festen Überzeugung, dass wir so viel Liebe in uns haben, dass wir das meistern werden auf jeden Fall. Ich denke, die teilt sich nicht auf, die Liebe, die verdoppelt sich eher. Und ich freue mich so sehr, ich kriege bei dem Gedanken, dass ich zwei Mädchen habe, zwei Töchter habe, einfach so viel Glückshormon. Man sagt ja, Kinder zwischen 0 und 3 verstehen das noch nicht so richtig, dass sie bald die Mama teilen müssen. Sie das ganz gut versteht, weil wir noch einen kleinen Hund haben und der auch volle Aufmerksamkeit bekommt. Aber man sagt auch, dass Kleinkinder so feine Antennen haben und etwas spüren. Und ich muss wirklich sagen, dass sie das so ein bisschen bemerkt, dass da irgendwas ist. Also sie streichelt auch ab und zu meinen Bauch und dann sage ich immer so, da ist Baby, du bist eine große Schwester. Und wir haben jetzt eine Kommode fertig gemacht mit den ganzen Babykleidungen, auch noch von ihr und ein paar neue gekauft. Und ich glaube, sie checkt das so langsam, da passiert irgendwas. Das ist auf jeden Fall nicht für mich, weil jedes Mal, wenn sie rangeht, sage ich, das ist nicht für dich, das ist für deine kleine Schwester. Und sie spürt das. Sie war auch, wo es mir nicht so gut ging, so die ersten 3 Monate Schwangerschaft, total hilfreich. So, wenn ich mich hingelegt habe, hat sie sich auch hingelegt und hat mich gestreichelt und so. Also richtig, richtig süß. Das ist so verrückt. Auch mein Hund, der liegt ständig mit seinem Kopf auf meinem Bauch. Und das ist wirklich wunderschön. Und die spüren das. Und ja, mir ist es auf jeden Fall wichtig, jetzt viel Liebe zu geben und nach der Geburt noch mehr Liebe zu geben, dass sie sich gar nicht vernachlässigt fühlt. Ich habe auch schon so eine kleine Idee, wie ich das mache, wenn wir vom Krankenhaus kommen, dass sie sich freut, dass da ein Baby ist. Das Wichtigste ist, dass du dein Kind bei allem mitmachen lässt. Sei es, die Babyklamotten zu sortieren. Da habe ich sie auch mit ins Zimmer genommen und wir haben die Babyklamotten aussortiert, einsortiert, einfach überall mit. Jetzt bei den Arztbesuchen ist es ein bisschen schwierig. Da brauche ich voll und ganz meine Ruhe. Jetzt gerade beim CTG, ich kann ihr da nicht hinterherlaufen. Und das ist auch eine Sache, worum du dich kümmern sollte. Trotzdem zu Hause so bei ganz vielen Sachen dein Kleinkind mit einbeziehen, sagen, komm mit, guck mal, das ist für deine kleine Schwester und guck mal hier, fass mal meinen Bauch an, da ist deine kleine Schwester drin oder halt dein Geschwisterchen, hier ist Baby drin, manchmal fasst sie es auch an und sagt so, Baby, ist richtig süß. Ja, ich glaube, ich habe so an Tipps viel erzählt. Ich glaube, Chloe wird das richtig gut meistern. Sie versteht ziemlich viel für ihr Alter. Sie ist jetzt 1,5 Jahre alt. Sie teilt auch sehr gerne. Mit Gino ist sie richtig, richtig süß. Und da musste sie schon teilen lernen, weil der hat alle ihre Spielzeuge weggenommen, irgendwo versteckt. Und ja, ich muss auch sagen, ich bin zu 100% sicher, dass sie bereit ist für ein Geschwisterchen, dass ich ihr nicht mehr ausreiche zum Spielen und allem drum und dran. Ich nehme sie ja wirklich überall mit. Ich mache wirklich alles mit ihr zusammen. Sei es kochen, Zähne putzen, aufräumen, saugen, wischen. Ich mache wirklich alles mit ihr zusammen. Ihr Tipps habt, ich kenne ja auch so viele Familien, die haben mehrere Kinder, jetzt nur 2. Schreibt eure Tipps rein, was man so vielleicht in der Schwangerschaft beachten sollte. Und vielleicht nach der Schwangerschaft. Ja, das war's.